Hallo Welt, da sind wir wieder im Institut. Wir stehen zwar vor dem Bioscience, vor der Biowissenschaft hier, da waren wir aber schon drin. Scheinbar wurde der Nachtzyklus eingeleitet und wir werden erstmal schlafen gehen. Denn ich bin mir nicht sicher, ob hier so viel bei Nacht los ist. Wir hatten doch vorher irgendwo ein Bettchen gefunden, in dem wir schlafen konnten. Robotics, wir sind einmal rumgegangen. Hier sind wir links angefangen bei den Robotics in der Abteilung und wir kommen hier wieder raus, wo es grün ist. Jetzt darf mich natürlich niemand fragen, wo das Bett ist. Unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Ja. Jetzt darf mich niemand fragen, wo das Bett ist. Das Bett war auf der Krankenstation und zwar hier nicht. Schwarzer Bereich. Ja, vielleicht hier. Schön hier mit den Wasserfällen und so. Genau, hier sind die Betten. Hier können wir uns hinlegen. Krankenstation, wunderbar. Und wir schlafen mal ein paar Stündchen. 8 Stunden, naja, schlafen wir ein bisschen weniger, denn Morgenmond hat Gold im Mund. Okay, ich hätte morgens vielleicht lieber kein Gold im Mund, sondern vielleicht hätte ich da, ich weiß nicht, was zu essen, ein Brötchen oder so morgens. Lecker Brötchen. Okay, dann sind wir hier unten also erstmal so weit durch. Die Mitte haben wir uns aufgespart für später. Und ich denke, wir können dem gelben Faden jetzt folgen, hier nach oben. Wir sollen doch sowieso mit unserem Vatersohn sprechen. Da schauen wir einmal rein. Inventar, nein, Daten war schon richtig. War nur nicht hier richtig ausgewählt. Aufgaben. So, internes Vergehen, gibt Sturges das Holoband, das machen wir auch noch. Sünd-Einbehaltung, okay. Sprich mit Vater. Das wollen wir jetzt einmal machen, damit wir ihn schneller finden, werden wir das auch anwählen. Ja, und da haben wir mit Sicherheit... Entschuldigung, da werden wir mit Sicherheit noch das ein oder andere zu fragen haben. Mal sehen, wie weit müssen wir rauf? Noch weiter rauf. Waren wir denn hier überhaupt schon? Schiebetüren. Vielleicht finden wir hier einen von diesen Anzügen in anderer Farbe. Instituts Overall. Davon haben wir schon einen. Wir bräuchten vielleicht noch einen gelben Anzug. Reinraumanzug haben wir auch schon. Hier sind nochmal zwei. Schöne, saubere Toilette. Wo ist das WC-Papier? Kein WC-Papier. Naja, gut, das nehmen wir mal mit. Hier die Kronkorken und so weiter. Und natürlich... Ja, ich würde ja den Anzug auch ganz gerne mitnehmen. Stimpak natürlich nehmen wir mit. So etwas, genau. Schauen wir hier drüben nochmal. Okay, hier geht es wieder auf den Balkon. Instituts Overall. Nun, ich glaube, kaputte Glühbirne können wir mitnehmen und den Stift. Genau, wir sollten unser Augenmerk auch ein wenig auf die Stifte legen, damit wir hier viele, die wiegen ja nichts, damit wir hier mit vielen, vielen Stiften rauskommen. Wenn wir überhaupt nochmal rauskommen, es sieht im Moment so aus, als wären wir hier erstmal eine ganze Weile auf der Insel, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist auf jeden Fall super interessant hier alles. Ich kann nur sagen, dieser Kauterisierer, wir wissen nicht, was er macht, aber er sieht super interessant aus. Sieht aus wie... Ich weiß nicht, wie das aussieht. Institutslaborkittel, na gut. Den sollten wir dann mal mitnehmen. Haben wir zwar drüben auch schon liegen lassen, aber diesen hier nehmen wir jetzt mit. Wir haben... Oh, das ist neu. Ein Seesack hier. Kronenkorken, Plasmakartusche, Kaliber 50, 380er Patronen, Plasmagranate und Jagdgewehr. Sensormodul, sehr schön. Institutslaborkittel. Jetzt tragen wir zu viel, natürlich. Dann werden wir hier den Transfer mal starten. Ich hoffte darauf... Ich hatte gehofft, dass wir statt des schwarzen Institutslaborkittels... So, dass wir da vielleicht etwas anderes noch gefunden hätten, aber jetzt packen wir das einfach hier rein. Ja, der arme Kerl, der hier wohnt, der wird dann wahrscheinlich irgendwann mal beschuldigt, die Dinger geklaut zu haben. Hier ist das WC-Papier, da muss man aber weit laufen oder lange Arme haben einfach, um da ranzukommen. Okay,
Wir haben hier keine anderen Farben unserer Laborkittel mehr gefunden. Reinraumanzug und Institutsoverall. Jetzt bin ich ein Overall. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was war denn der Institutsoverall nochmal? Was ist das hier? Okay, der ist rot. Und Reinraumanzug. Auch rot, scheinbar. Runner-Uniform ist schwarz, da brauchen wir gar nicht zu gucken. Wir hatten aber doch eine Runner-Uniform mit Plus gefunden, irgendwie, die schon verbessert war. Ist jetzt gar nicht mehr dabei. Nun, wir tragen weiter den schwarzen Laborkittel hier. Und was für, haben wir auch Sicherheitsschuhe? Sieht so aus, ja, mit Stahlkappe und so wahrscheinlich. Ja, könnte man sich vorstellen, ja. Okay, dann behalten wir das erstmal an, das Ding. Und gehen, denke ich, weiter nach oben. Hier könnte man... Okay, das ist kein Bett, das ist ein Sofa. Ich dachte erst, man könnte dort schlafen. Schade, kann man nicht. Aber wir wissen ja, auf der Krankenstation, da können wir schlafen. Und... Na, waren wir hier schon? Sitzt er auf dem WC? Sitzt er nicht? Hier sind noch Kronkorken und Haarklammern. An und für sich haben wir hier alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr nach draußen. Hier ist es doch schön. Etwas steril, aber... ein Doppelbett! Das haben wir noch nicht gesehen. Und ein Trinkglas. Was es hier nicht gibt, wollte ich gerade sagen. Adictol gibt es. Na gut. Ich wollte gerade sagen, es gibt hier keine Drogen. Institutsoverall nochmal. Und Institutslaborkittel. Ja, haben wir schon genug von. Hier ist nochmal ein Bett. Das Spielzeugauto lässt darauf vermuten und die Aussicht auch, dass es sich dabei um ein Kinderbettchen handelt. Und auf dem Balkon ist auch nichts weiter los. Ja, doch, wir können noch mal runter gucken. Da sind die Bereiche. Grün, gelb zum Essen, aha. Blau mit einer Uhr. Moment, das sind gar nicht die Bereiche. Das sind die Kantinen. Oh, das haben sie aber ganz geschickt gemacht. Man kann sich hier nicht so schnell verlaufen. Blauer Bereich, grüner Bereich nochmal. Grün ist... Sieht mir aus wie... Nein, doch nicht. Ich dachte erst, das wäre dann vielleicht die Krankenstation. Das eindeutig hier unten. Das Gelbe ist das Essen. Mein Gott, wir waren ja noch nicht überall. Auf der Etage hier, die mittlere Etage dort, da haben wir noch gar nicht geguckt scheinbar. Da sind die Türen nämlich noch zu. Haben wir die alle aufgelassen? Nicht gut. Naja, und hier ist eine Uhr. Wer weiß, was das dann bedeutet. Ich frage mich, was unter uns ist. Das können wir jetzt leider nicht sehen gerade. Schöne Bilder auf jeden Fall. Und wir gehen noch etwas höher. Das Institut ist groß. Es wird etwas dauern, bis du weißt, wo sich alles befindet. Ja. Ali, hey, was brauchst du denn? Gut fürs Erste. Das wär's erstmal. Danke. Also, bis dann. Bis dann. Ihre Anwesenheit ist ein großes Geschenk. Nicht nur für Vater, sondern für uns alle. Ohne ihren Sohn wäre ich nicht hier. Mhm, das Gesicht kenne ich. Ja, wir müssen also weiter runter. Wir waren... schon nicht hier in dem richtigen Bereich, scheinbar. Ist das eine Wendel? Nein, das ist keine Wendeltreppe, das ist ein Aufzug. Mitten in der Mitte. Mittendrin. Arbeite mit voller Kapazität. Das ist gut. Das freut mich zu hören. Weiter so. Und was haben wir hier? Hier waren wir schon. Sonst wäre etwas hinter dem Spiegel. Alice hinter den Spiegeln. Nein, hier waren wir schon, hier waren wir schon. Artig haben wir hier die Tür wieder geschlossen. Genau. Hier sind unsere Ordner. Und wir haben einen Marker. Was ist das? Ein Gemeinschaftsraum? Das ist hier das Oberdeck. Das ist hier die... Also 10 vorne ist das nicht. Es ist hier der Kapitänsgemeinschaftsbesprechungsraum, bla.
Und ja, das stand bla irgendwann mal in einem der Terminals. Arbeite mit voller Kapazität. Und nochmal, es freut mich, Dankeschön. Die Musik ist auch eine ganz andere, futuristisch irgendwie. Ich habe keine Angst vor der Oberfläche. Ach, warst du denn schon mal an der Oberfläche? Hallo. Du bist also Vaters Mutter, aber er ist älter als du. Das ist komisch. Nein, ich bin nicht Vaters Mutter. Vater ist mein Sohn. Hä? Vaters Sohn ist es. Nun, wie dem auch sei, wir müssen durch eine dieser Türen, denke ich. Ich sage immer, was wir müssen und dann müssen wir das gar nicht. Aber ich glaube, wir sind hier schon mal hier sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Wahrscheinlich nicht ganz richtig. Ein Stift? Mhm. Unordnung. Reporterstift. Wiegt nichts. Nehmen wir mit. Na gut. Auch ein fremdes Bett hier. Stimpack, Blutpaket, Institutslaborkittel. Mülleimer der Railroad anschließen. Nun ja, das kennen wir ja. Aber dass das hier unten hergelangt ist, wundert mich jetzt ein wenig. Railroad, da haben wir etwas Neues erfahren. Ich glaube ja nicht, dass die sich hier die Mühe gemacht haben und ihre eigenen Terminals irgendwie gefaked haben und da irgendetwas reingeschrieben haben, nur damit wir auf die falsche Spur kommen. Ich glaube, die Railroad ist doch nicht das, was sie vorgibt zu sein. Haben wir hier, denke ich, erfahren jetzt in den letzten, ich glaube, in den letzten 12 Folgen, seit wir hier sind. Haben wir erfahren, dass die Railroad ganz schön übel ist, so wie es scheint. Oh Glory, ich bin enttäuscht von dir. Ja, schade, dass man die Dinger hier noch nicht benutzen kann. Das sieht aus wie ein... Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das aus wie etwas. Ich weiß nur nicht was. Ja gut, hier können wir tatsächlich nichts machen. Das sieht aus, als wären hier drin mal Embryonen gezüchtet worden. Nicht sehr vertrauenserweckend. Dann gehen wir eben hier nochmal nachgucken und hier werden wir doch jetzt unseren Sohnvater finden. Natürlich auf dem WC, nicht? Handtücher, die wir nicht mitnehmen dürfen. Stimpaks und aufbereitetes Wasser. Da unten ist wieder ein Stift. Hat das etwas zu bedeuten? Ist das ein Zeichen? Eine geheime Verschwörung. Eine Revolution wird hier angezettelt. Oh, das ist interessant. Ayo Justins Quartier Privat Terminal. Und er ist grün. Wir dürfen ran. Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren. Nein, das machen wir im Moment noch nicht. Noch nicht. Wir wollen ja wissen, ob wir ein paar von den Blümchen hier mitnehmen dürfen nachher. Kronkorken, was die hier alles drin haben immer. Wo sind die Stifte? Er hat keine Stifte. Es waren so viele Stifte am Anfang da. Ich dachte, wir wären hier mit einer riesen Stiftesammlung rausgekommen. Nachher, wenn wir bitte, rauskommen. Behalt deine Bakterien bei dir. Ach, der ist aber unfreundlich. Müssen wirklich überall diese Runner rumlaufen? Er ist ein Mitarbeiter, er ist kein Synth, scheinbar. Er hat keine Synth-Komponente dabei. Deswegen schaue ich da manchmal rein. Wir hatten ja mal in der Abernethy... Synth-Anhalt. Sie hatten gestern Abend Wartungsdienst im SEB. Möchten Sie irgendetwas melden? Nichts zu melden, Sir. Ich bin meinen Pflichten wie gewohnt nachgegangen. Dr. Ayo hat gesehen, wie Sie auf ein Terminal zugegriffen haben. Es ist Ihnen nicht Menschheit. Neu definiert. Eingängig, oder? Hat sich Dr. Ayo geirrt? Ja. Ich meine nein, aber ich habe nur... Also, haben Sie nun auf ein Terminal im SEB zugegriffen? Habe ich, aber ich schwöre, es war nicht das, was Sie denken. Ich habe das Terminal gereinigt und es ist zufällig angegangen. Ich habe es nur ausgeschaltet. War das ein Stottern? Haben Sie einen Defekteinhalt? Vielleicht müssen Sie zurückgesetzt werden. Sir, ich versichere Ihnen, das ist nicht nötig. Es wird nicht wieder vorkommen. Sorgen Sie dafür. Ich will mich nicht wiederholen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie beeindruckend Besuchen Sie das Dr. Borgert, wenn Sie medizinische Hilfe benötigen.
Ich weiß, dass Sie Großes leisten werden. Das wissen wir alle. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Ja, ich habe schon wieder, es drehen sich tausende, ich habe tausende Ideen schon wieder. Also der Railroad werden wir wahrscheinlich dann, ja, wir werden noch ein bisschen weitermachen und denen helfen, so tun, als ob wir dazugehören. Und tausend Ideen hiermit auch, wir werden das alles übernehmen. Eines Tages wollen wir die Suns hier alle befreien. So, also das, was die Railroad vorgegeben hat, das werden wir dann wirklich machen. Die Suns mit einem netten, nicht mit einem Raider-Gehirn verbraten. Irgendwie nichts da so dran. Was ist denn hier? Hier waren wir doch schon. Ja, natürlich waren wir hier schon. Das Atomzeichen da oben, habe ich mir gemerkt. Okay. Da ist der Arzt nochmal. Ach so, er bewegt sich. Unser Ziel bewegt sich, deswegen ist das Ziel so schwer zu finden. Wir waren doch gerade schon Scanne ganz... unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Danke. Wir waren doch vorhin schon so nah dran. Müssen wir jetzt doch hier einmal in die Mitte? Ich wollte mir das erst später anschauen und erstmal jetzt mit... Sir, es gab wieder ein Problem. Ein Code Rot. Was? Zum dritten Mal in 2 Wochen? Das ist inakzeptabel. Wie konnte das passieren? Wir glauben, es gab einen Systemfehler. Wir schauen uns das an. Verdammt! Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Ich finde raus, was passiert ist. Bis dahin sollen die anderen in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Ich will mehr Patrouillen und mehr Rundgänge. Sofort, Sir. Wenn du irgendwas, auch nur entfernt Verdächtiges siehst, melde es sofort. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Verstanden? Ja, Sir. Verstanden. Was andere Beschwerden nennen, ist für mich kritisches Denken kombiniert mit fordernden Annahmen. Ja, ich fürchte fast, wir finden in dieser Folge gar nicht mehr unseren Vatersohn. Wir waren doch vorhin schon fast richtig. Der schleicht Melden irgendwo Sie alles Verdächtige dem SEB. Also der rennt irgendwo rum, deswegen finden wir ihn nicht. Moment mal, hier waren wir noch gar nicht. Wer versteckt dann eine Fusionszelle dahinter dem Spiegel? Ha! Stifte! Oh, hoppla. Kaputte Glühbirne nehmen wir noch mit und Instituts, Laborkittel und Overall können wir leider nicht mehr tragen. Sehr schade. Kaputt. Aha! Am Arsch. Tja, dann würde ich doch jetzt gerne als erstes mal erfahren, warum dürfen wir nicht in diesem Raum? Was wollt ihr uns verheimlichen? Hä? Aha. Von keiner Seite ist ranzukommen. Nun gut, wir waren in der Mitte hier tatsächlich noch nicht. Und es sieht faszinierend aus. Wo ist denn unser Sohnvater jetzt? Können wir hier rumlaufen? Nein, können wir nicht. Essen, jetzt müssten wir doch das andere sehen. Rot, ach, wir waren da in der Krankenstation. In dem Turm der Krankenstation. Sozusagen, wenn man dazu Turm sagen darf. Aber wo könnten wir denn jetzt hin müssen? Da drüben, da läuft er. Hallo Sohn, Vater. Vater, Sohn. Wie kommen wir da hin? Oben über die Röhre? Ja, anders wüsste ich jetzt nicht. Über die Röhre und dann... Das ist aber auch verwirrend hier. Einen Moment mal. Genau, durch diese Röhre hier in diese Richtung. Und dann gleich wieder runter. Wir kommen. Und bevor wir mit ihm sprechen, das werden wir natürlich tun in der nächsten Folge. Bevor wir mit ihm sprechen, werden wir also einen kleinen Cut machen. Ich meine einen Schnitt hier an der Stelle. Da sind wir, da ist er. Hallo Sohnvater. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.